Was ist da? Eine Taube? Wirklich? Auf dem Grill. Wirklich. Direkt auf dem Grill, die Taube. Oder auf die Pfanne? Sag, Grill oder Pfanne? Katzi. Grill? Ja, ist ja gut. Daraus? Nee, besser nicht. Ui, die Tauben sind ganz schön böse. Weil die Tauben, weil die Nachbarn jetzt da so ein Gerüst aufgebaut haben und reparieren jetzt ihre, also streichen wieder die Fassade nach den Falken, nachdem die alles zugekackt haben, muss das jetzt natürlich repariert werden, beziehungsweise aufgefrischt werden. Und die Tauben sind, denken sich so, hey, hier ist mein Netz und du willst hier streichen? Ist nicht. Und jetzt fliegen die auf dem Gerüst rum und sitzen weiter im Nest. Ja. Du hast also immer noch was zu gucken. Armes Kätzchen. Komm her, Cosmo, ich beschütze dich. Vertraut mir nicht. Geh dich entschuldigen jetzt. Sag, es tut dir leid. Sonst vertraut er nie wieder seinem Onkel. Mein Bruder hat eine Spielzeugpistole genommen und dachte, es ist ganz witzig, hier mit Wasser um sich zu schießen. Das Ding ist, er hat Cosmo nicht gesehen und hat ihn zwar nicht getroffen, aber so daneben geschossen. Und Cosmo hat jetzt Angst. Du Angst, mein Baby? Es ist schon wieder alles okay. Es ist schon wieder alles okay. Und Apollo? Der ist wahrscheinlich wieder irgendwo am Schlafen. Was ist? Möchtest du da rein? Soll ich dir das aufhalten? Ja? Komm, ich helfe dir. Dann komm her. Guck mal, jetzt hält's. Jetzt kannst du rein. Los, hopp. Guck mal, jetzt hält's. Na los, hopp. Kätzchen. Guck mal, komm her. Du wolltest doch hier rein. Komm, hopp. Na los. Ich halte es fest. Los, hopp. Los, hopp. Hier, Platz. Los, komm. Hier. Ich halte fest. Vertrau mir. Los, hopp. Na komm. Geiz. Komm her. Komm, hopp. Soll ich dich reinsetzen? Ja, mein Baby, ja. Du hast Angst, ne? Du hast Angst, da selber reinzuspringen. Du wolltest da reinspringen, aber du hast Angst und du möchtest, dass ich dich reinsetze. Na gut. Ist kein Problem. Hier, bitteschön. Du musst dich festhalten. Warte mal. So. So. Du musst dir von hinten ein bisschen festhalten. Ist bequem? Ja, ich glaube, es ist wirklich nicht so gut, dass du nicht reingesprungen bist, weil dann wäre es so zur Seite gekippt und dann wärst du daneben gelandet. Ich glaube, so ist wirklich besser. Wer saß hier mit seinem Arsch drauf? Alle? Eklig, ne? Bäh. Menschen und ihre Ärsche. Pfui. Aber so ist doch bequem, oder? Kann man machen. Richtig, Koscha? Kosmos. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß in diesem Körbchen. Es ist sehr bequem. Scheinbar ist es auch sehr stinkig. Sonst würde er nicht die ganze Zeit rein schnuppern. Aber ist okay. Ja, es ist definitiv so, dass Cosmo da gar nicht mehr runterkommen will. Ich weiß nicht, wer mit seinem Arsch drauf gesessen hat. Aber dieser Arsch scheint einen extrem penetranten Geruch auszusenden. Kann ja nur ich oder Marcel gewesen sein. Sonst saß gar keiner drin. Keiner hat sich getraut. Unbequem. Teufelsding. Bleib weg von mir. Ich kack lieber wieder hier rein.